Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, der erste Design-Team-Beitrag von Shop und Kanal Papiereckchen. Ich werde alles unten verlinken. Ich habe auch natürlich einen dauerhaften 10% Gutscheincode für euch. Der ist Natascha10, kleingeschrieben, zusammen. Aber alles weiter in der Infobox. Ich mache ja schon länger Werbung für sie, aber sie hat jetzt ein Design-Team zusammengestellt. Und ich bin die erste Vorsitzende. Nein, Spaß. Der musste sein. Den musste ich einfach bringen. Nein, aber ich bin die Glückliche und darf mitmachen. Und da ich ja sowieso fast ihr ganzes Sortiment habe, ist das ja natürlich klar. Und das ist meine Freundin. Ich unterstütze sie gerne. Aber jetzt ist es offiziell. Jetzt kann man loslegen. Und zwar habe ich verwendet aus dem... Nein, das nicht. Das ist aber schon länger her. Die hat jetzt die Die-Cuts anders da gemacht. Sie hat es jetzt so als Set gemacht, dass man das sich selber zusammensuchen kann. Finde ich nicht verkehrt, weil es ist meine Freundin. Wir haben über alles geredet. Wir haben Eventualitäten und so ausgemacht. Und also wie gesagt, das ist noch vor den älteren Dingern. Sie hat jetzt die Die-Cuts einzeln gemacht, dass man die einzeln bestellen kann. Und ja, ne, wenn, nur so als kleines Beispiel, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, in dem Set gibt es mehrere Dinge, aber ich brauche jetzt unbedingt nicht diesen Gutschein. Natürlich werde ich da was machen und so. Aber das braucht man nicht allzu oft. Aber was ich halt immer gern so habe, hab dich lieb, alles Liebe, hallo, Glückspost geht auch noch. Aber ich habe eben diesen Hab dich lieb verwendet. Werde ich alles verlinken. Oh Gott, das wird eine Arbeit. Jessie köpft mich. Und das Ganze schaut so aus. Ja. Verwendet habe ich außerdem einen Stencil vom Action. Und Slimline-Stand-Schablonen vom Action. Einmal hier diese kleine aus dem Set. Und einmal eben diese Wellenrand. Das habe ich schon mal ausgestanzt. Beides in weiß. Ne, simple and so. Und das bearbeiten wir jetzt. Dann nehme ich mir jetzt mein Stencil hier. Ich habe den hier genommen. Ich hoffe, man erkennt es. Und lege mir das halt so an, dass da quasi so die Kante so ist. Dass halt so ungefähr die Hälfte dann oder ein Viertel im Endeffekt vom Stencil von dem Mandala zu sehen ist. Und ich habe mich für die Farben Picket Raspberry, Soul the Ocean, Mustazid und Twisted Citron entschieden. Die mache ich jetzt alle mal auf. Und dann fange ich an. Also ich liebe ihre Die Cuts. Die habe ich auf ATCs. Ich habe die schon eigentlich überall verwendet. Aber jetzt muss ich ja. Jetzt bin ich ja quasi gezwungen. Ein Gag. Das ist ein Gag. Jessie weiß, wie es gemeint ist. Wie gesagt, wir haben über alles geredet. Wie, ne? Aber jetzt muss ich die Sachen verwenden. Ich habe ja auch, wie gesagt, alles oder fast den ganzen Shop bei mir. Und das Schöne ist, ich darf die Sachen kombinieren mit anderen. Wie zum Beispiel jetzt hier mit den Action-Sachen. Der Shop, der baut sich immer mehr und mehr auf. Klar, sie hat auch einen Job, ne? Einen Vollzeitjob. Sie hat einen kleinen Sohn, Mann, Kind. Ich weiß selber, wie es ist. Da kommst halt zu nichts. Und da waren jetzt alle 2 Wochen freitags, voraussichtlich erst einmal so. Videos kommen mit ihren Produkten. Und die Steffis Kreatives Chaos heißt sie, glaube ich, auf YouTube und auf Instagram. Muss ich mal gucken. Macht auch mit. Ja, so. Das dazu. Ich bin ganz hibbelig gewesen. Ich bin jetzt echt ganz hibbelig. Ich war, das muss ich jetzt schnell erzählen. Also Jessie, sei mir nicht böse. Aber ich habe heute endlich meine Polychromos abholen können, die ich jetzt bestellt habe. Die waren jetzt 3 Wochen nicht lieferbar und ich habe die endlich bekommen heute. Und der Action hat bei uns aufgemacht. Ach, ihr könnt euch nicht vorstellen.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, es sind nur noch 5 Minuten zu Fuß und es war die Hölle. Es war die Hölle, wie ich jetzt raus bin. So sieht es jetzt aus. Dann können wir das eigentlich schon mal auf unseren Rolling kleben. Ja, die ganze Zeit geht mein Handy. Gleich mal nachgucken, was da so wichtig ist. Wie gesagt, der Prozentcode, den könnt ihr dauerhaft benutzen, egal wie oft ihr bestellt. So, dann nehme ich meinen Ding hier. Da habe ich schon abgeschnitten. Ein 3D-Pad. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich im Design-Team dabei sein darf. So bin ich gezwungen, wie gesagt, die Sachen zu verbasteln. So, du kommst da unten hin. So, und das ist jetzt natürlich Geschmackssache, was ich jetzt mache. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es schön, es hat einen tollen Glitzereffekt. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar normale Karten machen, nicht nur ein Slimline, sondern auch ein paar normale Karten. Und da werde ich dann aber keinen Glitzer drauf machen. Und zwar habe ich hier diese Glitter 3D Pearls vom Action benutzt. Aber da habe ich halt eben nur die Glitzer-Variante benutzt. Und da habe ich dann in, ja, so kleinen Tropfen. Es funktioniert ganz gut, wenn man aufpasst. Es sind manchmal Luftbläschen dazwischen. Da muss man dann ein bisschen mehr aufpassen. Aber gut, ist mir gestern passiert. Ich glaube, da irgendwo hatte ich ein Luftbläschen und dann ist das über meine ganze Karte gespritzt. Das war das Pinke. Aber es war noch relativ der Anfang. Habe ich dann relativ schön wegkratzen können. Und dann konnte ich nochmal von vorne anfangen. Also es geht. Wie gesagt, das ist Geschmackssache, ob ihr das macht. Dann nehme ich das Blaue hier. Ich muss das erst immer einmal schütteln, weil es sich immer nach unten absetzt, also nach unten verläuft. Ja, und wie gesagt, es war heute jetzt die Hölle. Also ich bin um 8:30 dort gewesen, weil ich war noch unterwegs. Ne, Müller und so. Und dann habe ich gesagt, komm, fährst du gleich zum Action, wartest du, bevor du jetzt heimfährst. Und da brauche ich noch einen rosa Punkt. Weil daheim wartest du dann eh nur. Und ja, am Anfang ging's. Also um 9 war noch gar nicht so viel los, aber die haben geklatscht und du hast dich so richtig. Und ich habe. Das war ja meine erste neue Eröffnung. Oh, und dann habe ich natürlich gleich mehr wieder welche erkannt. Einige sind von einer Filiale eben jetzt in diese neue Filiale gewechselt, weil sie gesagt haben, das ist vom Sprit her für sie einfacher. Vor die Kosten. Und die eine kenne ich, das war meine ehemalige Kollegin gewesen. So, dann für das Grüne nehme ich dieses, ja, White, weil es gab tatsächlich kein Glitzergrün in den Sets. Und dann habe ich zu der ehemaligen Kollegin gleich gesagt, ich gehöre jetzt zum Inventar. Ich ziehe gleich ein. Wobei, ich mache jetzt auch kein extra Action-Haul. Ich habe nicht viel gekauft, ich habe mich wirklich am Riemen gerissen. Ich habe gesagt, kauf nur das, was du brauchst. Ein was habe ich nicht bekommen von meiner Liste, aber okay. Er ist jetzt wirklich nur noch 5 Minuten zu Fuß, selbst 5 Minuten mit dem Auto, weil ich muss dann außen rum fahren. Aber das ist ja nicht so tragisch. Huch. Aber ich freue mich einfach. Ich freue mich. Aber wie gesagt, es war jetzt die Hölle los. So, und dann nehme ich hier dieses Goldfinger, heißt es. Und dann mache ich meine letzten Tüpfelchen und dann lasse ich das Ganze trocknen. Ich mache das schnell fertig, weil dann kann ich es zur Seite legen. Weil ich muss noch ein paar Kärtchen machen. Werde ich heute zwar nicht mehr alle schaffen. Oh, jetzt kriege ich einen Krampf. Der war ein bisschen groß, der Tropfen, aber okay. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich im Design-Team bin. Ich laber ein bisschen viel.
Das ist alles jetzt so ein bisschen, ja. So, das lege ich zur Seite und wenn es dann trocken ist, dann sind die eigentlich, ja, nicht alle, aber relativ flach. Mal so ein bisschen sehen. Ja, es geht. Ne? Manche sind da, haben tatsächlich noch einen Huppel, aber es geht eigentlich. Die pieksen jetzt nicht oder so. Wie gesagt, das muss man nicht machen. Ich finde es schön, bisschen Glitzer drauf. Ich werde jetzt aber noch welche machen als normale A6-Karte, weil ich noch eben welche brauche. Mache aber auch dann kein Glitzer drauf, weil. Nee, es dauert mir zu lange und ich wüsste gar nicht, wo ich die alle hinlegen sollte zum Trocknen. Aber das war der erste Beitrag. Wie gesagt, ich liebe diese Die-Cuts und simpel, aber ich finde die schön. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Bis dahin, bleibt gesund. Bye bye.